willkommen zur aktuellen Pfadfinder-Rundschau. Mein Name ist Thomas. Seit 13 Stunden ist es nun offiziell. Die STEWA 2020 findet statt. Unsere investigativen Reporter haben dazu bei YouTube ein Video gefunden. Schlage auch du mit mir der Corona-Pandemie ein Schüppchen und nimm dieses Jahr an der STEWA 2020 teil. Wir haben dieses Jahr etwas ganz Besonderes vorbereitet, ein Online-Angebot. Und wenn du an diesem Online-Angebot teilnimmst, wenn du, wie auch ich, eine alternative Schlaflandschaft zu Hause aufstellst, im Garten, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, im Keller, wo auch immer, und wenn du dich an der Challenge des Tages beteiligst, dann wirst auch du ein STEWA-Abzeichen 2020 in deinem Handy haben. Ich hoffe, du bist dabei. Mit dieser sensationellen Meldung konnte keiner rechnen. Aber was bedeutet das nun im Detail für uns? Um diese weiteren Fragen klären zu können, schalten wir daher zu unserem Außenreporter Stefan. Stefan, was können Sie uns für weitere Informationen geben? Ja, Thomas, was für eine Sensation. Die STEWA findet statt. Darauf haben sich da alle Pfadfinder gefreut und müssten jetzt schwer begeistert sein und völlig ausrasten. Und es ist phänomenal, die STEWA wird auch über die vollen 4 Tage stattfinden. Das heißt, es wird jeden Tag online ein Programm geben, welches abrufbar ist und was die Pfadfinder zum Mitmachen animieren wird. Alle, die da mitmachen und ihre Aktivitäten auch dokumentieren und den Pfadfinderleitern zukommen lassen, werden dann im Anschluss auch das STEWA-Abzeichen erhalten können. Diese Informationen waren doch schon sehr aufschlussreich. Können Sie uns noch sagen, ist die STEWA denn in dieser Form für jeden geeignet? Also kann jeder daran teilnehmen? Es kann jeder mitmachen, jedweden Alters. Nachdem das ja alles von zu Hause aus stattfindet, gibt es da keine Beschränkungen. Es gibt ja ein paar Auflagen, die zu erfüllen sind, um das Abzeichen zu erhalten. Aber wenn diese erfüllt sind, steht nichts im Wege, dass jede Altersklasse daran teilhaben kann. Weitere Informationen werden rechtzeitig durch die Gruppenleitung vor Ort an alle Teilnehmer und Pfadfinder noch verteilt. An dieser Stelle, Stefan, vielen Dank. Ja, danke. Ihnen auch weiterhin alles Gute und bis bald. Klären wir nun die Frage, was bedeutet alternative Schlaflandschaften? Unsere Außenreporterin Claudia hat sich dazu Gedanken gemacht und verschiedene Varianten getestet. Ah, so ein Bett ist schon was Bequemes. Aber für die STEWA, da teste ich doch gerne mal was anderes aus. Isomatte und ich, wir haben schon eine Menge zusammen erlebt, haben an den tollsten Orten übernachtet, zu den unterschiedlichsten Temperaturen. Aber das, was jetzt kommt, das ist wirklich was komplett Neues. Die STEWA zu Hause. Wir werden jetzt mal gemeinsam 3 verschiedene Möglichkeiten des Übernachtens zu Hause austesten. Damit habe ich, als ich kleines Kind war, in unserem Wohnzimmer tolle Schlaflandschaften gebaut. Also, wo ich kleiner war, hatte ich wirklich noch sehr viel mehr Platz als jetzt. Also, man muss schon gucken, wie man die Regenschirme legt. Aber es ist schon eine besondere Stimmung, unter so vielen bunten Regenschirmen zu liegen. Man kann sich noch ein schönes Nachtlicht hier hinmachen. Vielleicht gibt es sogar noch einen Regenschirm wie hier, wo man was dranhängen kann oder so. Also ist schon sehr spannend, auch unter so etwas zu schlafen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch einen Balkon oder eine Terrasse.
Wir stehen hier gerade auf unserem Balkon. Ich teste jetzt mal, was man alles braucht, um hier draußen zu übernachten. Immer cool. Mit einer Plane über dem Kopf, da fühle ich mich eigentlich auch sicher. Meine Isomatte ist bequem, auch der Schlafsack ist dick genug, dass ich draußen schlafen kann. Das Tolle ist, wenn man selbst noch eine Plane über dem Kopf spannt, da könnt ihr all die Knoten, die ihr jetzt gelernt habt in unseren Videos, auch gleich austesten. Den Weberknoten, die Zimmermannschlinge, den Abspannknoten. Also auf jeden Fall ein klares Plus fürs Schlafen unter einer Plane draußen. Ich bin jetzt an meinem dritten Schlafplatz angelangt. Das Auto. Schlafen ist gar nicht die schlechteste Variante. Ich fühle mich so ein bisschen eingeengt, aber andererseits kann ich das Auto überall hinstellen und habe dann einen tollen Blick über die Fenster und es ist definitiv eine coole alternative Schlaflandschaft. Es ist auch recht bequem hier mit der Isomatte. Man kann hier alles umlegen und hat eine wirklich gute lange Fläche. Ich muss ein bisschen schräg liegen, das macht nichts zur Not. Zwei Personen passen hier auch rein. Mama, Papa oder Bruder oder Schwester. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche von den drei Sachen am coolsten war. Aber testet es doch einfach mal selber zu Hause aus. Ihr habt bestimmt auch ganz viele Möglichkeiten, mal auf eine andere Art zu schlafen. Und es wird ein riesengroßes Abenteuer für euch, eure Isomatte und natürlich euren Schlafsack. Und damit zurück ins Studio. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Hallo, liebe Pfadfinder. Nachdem wir als Team in der Vorbereitung für die Stewa Online auch mit involviert sind, heißt das, dass wir jetzt erstmal keine Videos speziell nur für euch produzieren werden. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bis es dann wieder persönliche Nachrichten von uns gibt. Das wird ungefähr nach Pfingsten soweit sein. Wann die nächste Pfadfinderstunde wieder offiziell stattfinden kann, wissen wir nach wie vor noch nicht. Aber sobald auch hier irgendwas genauer definiert ist, werden wir euch rechtzeitig informieren. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, nehmt an der Stewa teil und tschüss, liebe Pfadis!